We'll be right back.
Ja, ein richtig spannendes Thema mit vielen spannenden Fragen, wie eben schon gesehen. Und damit ganz herzlich willkommen zur neuesten rein digitalen Ausgabe von Science On, dem Wissenschaftstalk der Bundeskunsthalle in Kooperation mit der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und aus der Bundeskunsthalle in Bonn streamen wir auch live. Lernen im Lockdown. Wir erinnern uns, vor gut einem Jahr ging dieses Land in den ersten Lockdown und was dann an den Schulen folgte, war Homeschooling, Distanzunterricht, Wechselunterricht, das Ganze wieder rückwärts mit Test, ohne Test, mit Maske, ohne Maske. Und wo wir heute stehen, wissen wir alle nicht ganz genau. Wir wollen über die Folgen dieses Einwirkens der Pandemie auf Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und alle weiteren Beteiligten, auch die Gesellschaft, heute sprechen. Und wenn ich sage wir, dann geht es natürlich nicht nur um mich und um unser hochkarätig besetztes Podium, sondern geht es natürlich auch um euch und Sie in dem Stream. Und nicht nur dafür ist meine charmante Kollegin Janine Utsch heute wieder dabei. Janine. Ja, wie nett. Danke für die nette Anmoderation. Ich freue mich, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, dass Sie mit dabei sind und dass ich Ihre Fragen hier in die Bundeskunsthalle holen kann. Fragen stellen können Sie die ganze Zeit über, egal von wo aus Sie zuschauen, ob über Facebook oder über YouTube, einfach unten in die Kommentare posten. Und wir versuchen, so viele Fragen wie möglich hier heute in die Diskussion mit einzubringen. Natürlich haben wir auch wieder eine Live-Umfrage für Sie und da können Sie folgendermaßen teilnehmen. Ja, da ist er gerade schon eingeblendet worden und zwar der QR-Code. Den können Sie abscannen, dann kommen Sie auf unsere Seite Tweetback, da können Sie auch Fragen stellen und eben an der Abstimmung teilnehmen. Zusätzlich haben wir auch noch mal einen Link unten in der Infobox, also Ihre Fragen kommen auf jeden Fall hier an. Und weil es beim letzten Mal so viele Fragen gab, haben wir uns gedacht, Mensch, wir hängen noch eine Fragerunde hinten dran und zwar 15 Minuten in unserem Nachgefragt, damit Sie mit unseren Gästen noch schön diskutieren können. Und lieber Kilian, wen haben wir denn heute da? Genau, dazu komme ich gleich. Ich habe eben auch kurz den QR-Code gescannt, weil da mache ich natürlich auch mit. Wir wollen natürlich darüber sprechen, welche Folgen diese Pandemie auf die Bildung hat. Aber eigentlich wollen wir auch was lernen für Zeiten, wenn diese Pandemie dann hoffentlich irgendwann mal vorbei ist. Also es geht eigentlich im Kern darum, was brauchen wir, was brauchen Schülerinnen und Schüler, um gut lernen zu können. Vielleicht erweitern wir das so ein bisschen, um auch gut als Mensch, als Persönlichkeit wachsen zu können. Dafür haben wir, ich habe es eben schon gesagt und du Janine auch, ein hochkarätiges Podium. Aber es geht eben auch darum, dass wir die Betroffenen auf der Schülerinnen- und Schülerseite zu Wort kommen lassen. Und dafür haben wir ein paar ganz knackige Statements eingesammelt. Und das bringt mich auch zu dem, was wir so ein bisschen jetzt als Cliffhanger mal formulieren. Wir haben am Ende, und das ist wie immer mein Versprechen an dieser Stelle, auch die Bitte an unsere Referenten, dass am Ende ein ganz deutlich, klar definierter, kurzer Satz steht wie eine Handlungsanweisung, wie wir alle damit jetzt besser umgehen können, was wir vielleicht alle für uns aus diesem Thema rausziehen können. Und das wird ungefähr in einer Stunde, also so ziemlich genau Punkt 8 Uhr, dann soweit sein. So, jetzt kommen wir zu dem Plenum und ich freue mich sehr, dass wir aus allen Bereichen, die jetzt hier eine Rolle spielen, Gäste haben und sage als allererstes einen wunderschönen guten Abend nach Bamberg zu Cordula Artelt. Sie ist Bildungsforscherin, Psychologin und Leiterin des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe in Bamberg und sie sagt, Distanzunterricht kann Schule nicht ersetzen. Herzlich willkommen. Und dann reisen wir weiter nach Offenburg zu einem YouTuber, der nebenher auch Lehrer ist, kann man das so sagen? Oder umgekehrt? Nein, Lehrer, Autor, Referent für digitale Medien. Und wir sagen ganz herzlich willkommen an Bob Blume. Und er sagt, Homeschooling kann funktionieren. Nur wie? Das klären wir heute. Und wir reisen ein wenig südlich zu Ludger Wössmann nach München. Er ist Bildungsökonom und Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik in München. Und er warnt ganz deutlich, Achtung, die Zeit, in der sich Kinder täglich mit Schule beschäftigten, hat sich in der Corona-Zeit halbiert. Also, ein spannendes Thema und wir starten direkt mit Ihnen, Frau Artelt, nämlich mit einer, sagen wir mal, Definition des Ist-Zustands. Wo stehen wir gerade und wie hat sich dieses letzte Jahr für Sie dargestellt? Das letzte Jahr hat sich für mich aus einer Perspektive von als Forscherin, als dann auch als betroffene Mutter dargestellt. Das ist ganz interessant, aus beiden Perspektiven zu sehen. Wir stehen, Sie haben es gesagt, vor einem Jahr startete der Lockdown und der große
Schock sozusagen für das System, sich auf die neuen Bedingungen einzustellen, hat doch eine ganze Reihe von Folgewirkungen nach sich gezogen und wir sind immer noch in einem Zustand der großen Unaufgeräumtheit, der Unübersichtlichkeit der Angebote, wenn man es flächendeckend betrachtet. Ich bin ziemlich sicher, dass Herr Blume und viele einzelne Pädagoginnen und Pädagogen und auch einzelne Institutionen diese Anforderung hervorragend meistern, aber systemisch haben wir weiterhin ein ganz großes Problem auf der Ebene, auf der systemischen Ebene, auf der individuellen, aber auch auf der pädagogischen Ebene. Man möge nur die Unterstützung, die fehlende für Schüler, aber auch für Eltern im Kontext des Homeschoolings betrachten. Eltern sind Proxy-Educators geworden und sie werden ihre Aufgabe je nach Hintergrund und je nach Informationen, die sie zur Verfügung haben, unterschiedlich gut gerecht. Das ist ein tatsächliches Problem. Gleichzeitig möchte ich aber auch wirklich darauf hinweisen, dass diese Entwicklung, diese Zeit, das System sozusagen zu einem Innovationsschub genötigt hat. Und der hat auch auf verschiedenen Ebenen stattgefunden. Das ist sicherlich die positive Seite dabei. Vielleicht stelle ich an Sie direkt die nächste Frage, wo wir einmal so völlig losgelöst von der derzeitigen Situation mal klären sollten. Was braucht man denn einfach neutral betrachtet überhaupt, um gut lernen zu können? Frau Adelt. Was man braucht, um gut lernen zu können, man braucht erstmal eine Motivation, das Lernen in Angriff zu nehmen. Die kann sehr unterschiedlich sein, die kann intrinsisch sein, wenn man einfach am Gegenstand Interesse hat. Das tun wir alle jeden Tag. Aber man darf auch die extrinsische Motivation nicht verteufeln. Wir tun auch viel, um damit etwas zu erreichen, um damit Erfolg zu haben. Und wir sehen jetzt in dieser Lockdown-Zeit, dass der intrinsische Teil bei den Schülerinnen und Schülern vielleicht weniger stark ausgeprägt ist, als man es sich wünscht, weil die Bedingungen dafür auch nicht besonders gut sind. Was man braucht, um gut zu lernen, ist neben der Motivation auch eine Fähigkeit, sich selber zu regulieren, sich selber Zeiten, Fristen und Ziele zu setzen und die auch realistisch zu setzen, auch eine große Anforderung. Und das Ganze funktioniert auch sehr gut dann, wenn man diese auch die Erfolge auch bewertet bekommt mit seinem eigenen Hintergrund, aber auch durch Rückmeldungen seitens der Pädagogen oder auch seitens der Eltern. Also man braucht sicherlich viele Aspekte, die in der Selbstregulation eine Rolle spielen. Das ist aus der individuellen Perspektive. Aber was man auch braucht, ist entsprechendes Material und entsprechende Unterstützung. Also didaktisch aufbereitet, mit entsprechenden Möglichkeiten, sich als wirksam zu erleben. Es ist extrem wichtig, diese Anforderungen auch seitens der Lehrer zu bedienen. Dann sprechen wir doch mal mit einem Lehrer. Herr Blume, was glauben Sie erstmal ganz generell, was brauchen Kinder, damit sie gut lernen können? Und vielleicht auch das, ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, es geht ja nicht nur ums Lernen, um Zugewinn von Wissen, sondern es geht ja auch um Wachsen, um Persönlichkeit und so weiter. Was wird dafür benötigt? Also ganz grundsätzlich finde ich es total interessant, dass Sie gerade eine Frage stellt. Und das ist eine der größeren Probleme, die wir gerade sehen. Nämlich die Frage danach, was braucht man eigentlich, um zu lernen? Ich würde sagen, naja, man braucht einen Ort, man braucht eine Zeit und man braucht natürlich die Form von Motivation, die Frau Adelt gerade schon gesagt hat. Was ich daran aber besonders wichtig fand, war diese Begleitung. Frau Adelt sprach gerade von einer Wirksamkeit. Wirksamkeit erfährt man ja vor allen Dingen auch dann, wenn man Rückmeldung bekommt, die möglichst differenziert darauf eingehen, was den eigenen Lernprozess ausmacht. Also sozusagen, hier bist du schon sehr weit, hier hast du vielleicht sogar Talente, hier möchte ich dich gerne unterstützen. Und so funktioniert Schule ja leider Gottes nicht. Also wenn wir Ministerpräsidenten gehört haben, da geht es sehr viel um Stoff, da geht es sehr viel um die Defizite, die entstanden sind. Und es geht aus meiner Sicht viel zu wenig um das Lernen. Denn die Frage, die Sie gerade stellen, das ist die wir beantworten müssen. Und in deren Beantwortung wir dann auch dahin kämen zu sagen, naja, Lernen im 21. Jahrhundert sieht möglicherweise auch ganz ohne Corona anders aus als Lernen im 19. und 20. Jahrhundert. Eine der Folgen, mit denen wir uns auch gleich dann noch beschäftigen werden. Herr Wössmann, wie sehen Sie das aus der Wirtschaftsperspektive? Ich will gar nicht die Wirtschaftsperspektive einnehmen. Ich möchte
Aber wenn wir jetzt nochmal auf die verschiedenen Formen der Motivation eingehen, extrinsisch, intrinsisch, Sie haben es erwähnt. Herr Blume, was glauben Sie, was ist da jetzt so am stärksten zu sehen? Weil es kann ja nicht nur um die, ich sag mal, extrinsische Motivation gehen, dass da immer einer steht mit der Peitsche, der sagt, du musst jetzt das machen und da fehlte irgendwie was. Das war ja auch, ich sag mal, zu ganz normalen Präsenzunterrichtszeiten hoffentlich ein Großteil der Schülerinnen und Schüler nicht die einzige Motivation. Naja, gut, was sozusagen die Daten angeht, da würde ich das sozusagen an meine Mitsprecherinnen und Mitsprecher weitergeben. Da kann ich natürlich nur so viel zu sagen, das ist ja immer bei mir anekdotische Evidenz. Ja, Beispielebene. Ja, ich habe schon Schülerinnen und Schüler, jetzt zum Beispiel bei Instagram und auch Lehrer, die sagen, auch in der Präsenz ist da wirklich nicht alles Gold, was glänzt, was sozusagen die Form der Zugänge angeht und die Möglichkeiten, vor allen Dingen diejenigen Fähigkeiten einzusetzen, die man heute im 21. Jahrhundert braucht. Also zu kooperieren, kreativ zu arbeiten, kritisch zu denken, also diese 4K, von denen ich jetzt die Kollaboration weggelassen habe. Was Sie ja auch als ganz gutes Beispiel eben vorher schon gemacht haben. Und übrigens habe ich mir auch ein paar Videos angeguckt. Da lernt man auch als Nicht-Schüler oder Ex-Schüler noch einiges dazu. Aber so kann es gehen als Zusatzangebot. Frau Hartelt, wie sehen Sie das denn? Bringt das unsere Schülerinnen und Schüler weiter oder fehlt Ihnen da eben diese direkte Feedback-Ebene? Denn man könnte natürlich auch Herrn Blume vorwerfen, ja, da ist ein schönes Video über das Wording in der Deutschklausur, aber das ist natürlich nur quasi eine One-Way-Kommunikation, weil der Rückkanal fehlt ja so ein bisschen bis auf die Kommentarfunktion. Ja, aber die Welt ist unter als nur schwarz-weiß. Ich stimme Herrn Blume uneingeschränkt zu. Also ich würde das exakt genauso sehen. In der Kombination steckt enorm viel Potenzial. Und wir sehen jetzt in dieser Zeit, und das macht das Interessante aus, dass man es hervorragend nutzen kann. Und auch digitale Medien verbieten ja nicht Feedback, sondern ermöglichen es teilweise sogar auf adaptivere Art und Weise. Das heißt, viel zielgenauer, viel treffsicherer an bestimmten Stellen. Das ist definitiv die
Zukunft über eine Form nachzudenken, die nicht sagt, das Allheiligtum ist der Präsenzunterricht und alles Digitale ist aus dem Klassenzimmer verbannt, sondern wie man das geschickt didaktisch, pädagogisch miteinander verbindet. Das muss man fachlich und überfachlich betrachten. In einem Fach, es gibt viele Fächer, wo das sehr einfach ist, wo man Experimente sehr gut auch simulieren kann und damit arbeiten kann. Aber auch in der Interaktion gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und natürlich stehen die Errungenschaften von künstlicher Intelligenz und Learning Analytics auch nicht weit. Man kann also auch anhand von Verhaltensdaten, wie man Plattformen nutzt, auch wenn das böse klingt, aber durchaus auch Rückmeldungen generieren und geben, die nützlich sein können und hilfreich sein können. Ich bin kein Schwarz-Weiß-Maler, der Unterricht in der Schule ist das Heiligtum, aber die sozialen Interaktionen sind in der Tat wichtige, die wir nicht vergessen dürfen. Und die sind vielleicht ein bisschen anders im kollaborativen Lernen, ohne diese Gruppenerfahrungen, die da dazukommt. Aber niemand will den Unterricht komplett abschaffen. Ich glaube, da reden wir von etwas, was nicht stattfinden wird. Also, bitte. Das geht ja davon aus, dass man quasi diese Phase, in der ich als Lehrer einfach nur da stehen würde und rede, nach Hause verlegt. Und der Punkt ist, nicht um sozusagen das irgendwie hip zu machen, sondern weil Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, sich den Ort und die Zeit auszusuchen, mal Pause zu drücken, nochmal das Ganze zu schauen und dann, und das ist der Punkt, in einer sozusagen Normalphase, in einer nicht-pandemischen Phase, kann ich als Lehrer sie bei dem begleiten oder bei dem unterstützen, was sie dann eben nicht verstanden haben. Also sozusagen jetzt YouTube-Videos vor allen Dingen in den Unterricht reinzubringen, das wird das Ganze noch gar nicht innovativ machen. Da hat Frau Artelt einen ganz wichtigen Punkt, diese Mischung, die macht es. Gleich übrigens noch ein paar Schülerinnen und Schüler Statements, die wir eingesammelt haben, die wir dann noch einspielen werden, die da auch sehr teilweise in die Richtung gehen von dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Blume. Jetzt wollen wir mal einen Schritt weitergehen und schauen, es geht ja auch nicht darum, alles schwarz zu malen, ganz im Gegenteil, sondern wir wollen mal gucken, was ist denn jetzt passiert, was können wir auch Positives, aber natürlich auch Negatives daraus lernen. Und jetzt geht es erstmal um den Schritt Lernen und Kompetenzgewinn während dieser Pandemie. Herr Wössmann, es geht direkt an Sie die Frage und die ist auch erstmal rein faktisch. Wie oft hat der Online-Unterricht, den wir jetzt eben schon erwähnt haben, denn tatsächlich stattgefunden? Was haben Sie da rausgefunden? Ja, das wirklich Betrübliche ist ja eigentlich, dass wir das dazu der aktuellen Situation überhaupt keine Zahlen vorliegen haben. Die Kultusministerien müssten ja eigentlich groß daran interessiert sein, könnten das auch sicherlich erheben, die tun das aber leider nicht. Aber zumindest im ersten Lockdown, also im Frühjahr 2020, haben wir vom IFO-Institut aus über 1000 Eltern befragt, wie es den Schulkindern ergangen ist. Und da hat sich gezeigt, dass Online-Unterricht per Videokonferenz im ersten Lockdown kaum stattgefunden hat. Das waren ganze 6% der Schülerinnen und Schüler, die täglich Online-Unterricht hatten. Und für weit über die Hälfte war das nicht einmal pro Woche der Fall. Und auch individuelle Kontakte mit den Lehrkräften, selbst wenn es jetzt nicht online gewesen wäre, die waren sogar noch seltener. Seitdem haben sich viele Schulen natürlich besser vorbereitet, aber ob das jetzt flächendeckend Online-Unterricht gibt, ich glaube, anekdotisch wissen wir, dass das sicherlich auch nicht der Fall sein wird. Um das genau herauszubekommen, haben wir am IFO eine weitere Umfrage zu der aktuellen Schulschließung jetzt in den letzten Monaten gemacht, aber die Ergebnisse liegen leider noch nicht vor. Wir werden die nächste Woche Dienstag veröffentlichen, darum kann ich jetzt dafür nur Werbung machen und sagen, stay tuned, halten Sie nächsten Dienstag Ausschau nach den neuen Ergebnissen, dann wissen wir ein bisschen mehr, was jetzt in der zweiten Lockdown-Welle war. In der ersten Lockdown-Welle war das sehr ernüchternd. Mancher Schulbus Benzin verbraucht hätte auf dem Weg. Frau Artelt,
Es geht um Überprüfungen, das hatten wir eben schon gesagt. Das ist auch ein Teil dieser extrinsischen Motivation, die Sie erwähnt haben. Sie haben es eben schon erwähnt, da fehlen so ein bisschen diese flächendeckenden Konzepte. Aber wie kann man gerade so einen Teil beim Distanzunterricht, beim digitalen Unterricht, wie die Überprüfung von Leistungen, weil natürlich ist es schwierig, wenn hier das Tablet steht und dann wird darüber mit dem Lehrer kommuniziert und hier steht aber das zweite Handy, das kann ich relativ schwierig überprüfen, ob da vielleicht nebenher noch etwas anderes eingeflüstert wird oder gezeigt wird. Und generell ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, weil Hausaufgaben natürlich auch einfach hin und her geschickt werden können und so weiter und so fort. Welche Konzepte fehlen da Ihrer Meinung nach und wie könnte da eine Lösung aussehen? Leistungsüberprüfung hat ja auch verschiedene Funktionen, Sortierungsfunktionen beispielsweise, Legitimation für den Übergang auf weitere Schulformen, Zeugnisnoten, die damit verbunden sind, die ziemlich besondere Konsequenzen haben. Ich glaube, diese Form der Bewertung muss man anders betrachten als eine pädagogische Funktion, die eben auch in die Richtung geht, Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen über ihren Leistungsstand, über ihre individuellen Entwicklungen zu geben. Und da sind die Aspekte, die Sie gerade genannt haben, schlagen nicht so sehr zu Buche, weil damit würde man sich selber quasi aus der Situation katapultieren. Schüler müssen die Sachen dann natürlich ernst nehmen, aber da kommt die Brisanz nicht so rein. Wir haben im Rahmen unserer großen Studien, die wir im Nationalen Bildungspanel durchführen, in der Corona-Pandemie umdenken müssen, weil wir nicht mehr nach Hause kommen konnten zu den Personen, zu den Schülerinnen und Schülern, die an unserer Untersuchung teilnehmen. Und wir haben mit Varianten gearbeitet, wo Interviewer dabei waren, aber telefonisch und über ein Dashboard Möglichkeiten hatten zu sehen, wo die Schülerinnen und Schüler sich in der Bearbeitung von Aufgaben befunden haben. Also man hat durchaus technische Möglichkeiten, um zu sehen, wie aktiv ist jemand, machte das. Man kann an verschiedenen Stellen darüber nachdenken, aus so einer Situation eine stärker proctored, nennt man das in der Forschung, also eine stärker durch Testleiter oder durch Lehrer begleitete Situation zu machen. Aber das ist sicherlich nicht hochskalierbar, das kann man nicht einfach eins zu eins umsetzen. Dazu für diese tatsächlich Abschlussdebatten braucht es andere Konzepte, die ja auch in der Diskussion in den letzten Tagen hoch und runter diskutiert werden und nicht nur in den letzten Tagen, wo genau. Es jetzt eben auf die auf die Abschlüsse und auf die damit einhergehenden Konsequenzen ankommt. Frau Adelt, Sie haben eine Studie über die Nutzung von Lernangeboten in der Corona-Zeit gemacht. Vielleicht können wir die mal eben einblenden und vielleicht können Sie da mal eben drauf eingehen. Da geht es ja auch um die Schulformen. Genau, wir haben auch ähnlich wie das IFO-Institut parallel zu unseren sowieso laufenden Untersuchungen, wir haben sehr viele, auch in dem Fall sind es 8 Klässler bzw. ihre Eltern, ungefähr 1500 haben daran teilgenommen, im ersten Lockdown, auch ähnlich wie Herr Wössmann schon sagte, Mai bis Juni war das letzten Jahres, dazu gefragt, wie sie verschiedene Lernangebote nutzen, und zwar die Kinder. Wir haben die Eltern gefragt, wie ihre Kinder, alle 8 Klässler, Lernangebote nutzen. Und Sie sehen, diese verschiedenen Abbildungen sind virtuell rezeptive Lernangebote. Rezeptiv, man schaut, Herr Blume hat es vorhin gesagt, Videos, man konsumiert sie, aber ist nicht interaktiv dabei oder eine Lernsoftware. Virtuell interaktiv, Online-Kurse, virtuelle Lerngruppen oder konventionell, also Lehrbücher, öffentlich-rechtlicher Rundfunk beispielsweise, die genutzt werden. Hierzu muss man sagen, es ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied, wir haben gefragt, was haben die Kinder genutzt, es geht nicht 100% damit einher, was die Schulen denen angeboten haben. Es waren durchaus auch Eltern, die da einen Einfluss hatten und wir haben auch festgestellt, dass das virtuell Rezeptive stärker von Schülern genutzt wird, die besonders gute ICT-Kompetenzen hatten, die besonders gut den Computer beherrschen, könnte man vereinfacht sagen. Aber man sieht auch deutliche, und das ist vielleicht auch das Besondere, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, dass es Schulformunterschiede gibt. In dem Sinne, wenn wir ganz links, ich hoffe, ich bin richtig, wird so rezeptiv bei Ihnen auch in der Ansicht, meine ich, dass gerade im Gymnasium diese deutlich stärker genutzt werden, nämlich mehr als vorher, oder auch digital andere Angebote, nämlich virtuell interaktive Lernangebote.
wo das Konventionelle, also auch Lesen und andere Angebote nutzen, relativ gleich geblieben ist. Also in Gymnasien, das hat man auch schon bei der Eisel-Studie gesehen, sind passiert über alles gesehen tatsächlich mehr in Bezug auf digitale Möglichkeiten und Angebote. Das sind jetzt quasi die Ergebnisse Ihrer Studie als Bildungsforscherin. Vielleicht wechseln Sie jetzt selber mal Ihre eigene Rolle und wir gehen zur Psychologin. Was bedeutet das denn aus psychologischer Sicht für die Schülerinnen und Schüler, diese Art von Distanz, diese Art von Lernen, diese Art von Schule? Naja, ich wiederhole mich ein bisschen, weil sie bedeutet sozusagen den Sprung ins kalte Wasser, Sachen selber zu machen, sich selber zu organisieren, selber Verantwortung für das Lernen zu übernehmen, in dem Moment, wo man eben nicht mehr in der Taktung des Klassenzimmers mit regelmäßigen Zeiten und entsprechenden Rückmeldungen auch konfrontiert ist. Und das ist eine deutlich große Herausforderung, weil was ich vielleicht als Psychologin, wenn Sie mich an dem Punkt erinnern, ansprechen möchte, ist, ich vor gerade 2 Tagen eine US-amerikanische Studie, die jetzt rausgekommen ist, gelesen, in der berichtet wird, auch in dieser Größenordnung 3000 waren es, die teilgenommen haben im Lockdown in den USA, mit einer hohen Anteil von Kindern, die als struggling, also nicht zurechtkommen mit dem Homeschooling, die wirklich darunter leiden und auch Frustrationszirkel, die sich aufbauen. Also wenn man nicht mitkommt, wird ja auch das Weitermitkommen immer schwerer. Und die Perspektive in der Studie war eine, wo sie sich die Eltern angeschaut haben, die Eltern dieser Kinder, die enorm unter Stress standen und dadurch noch mehr Stress generiert haben. Also die Folgewirkungen auch in Bezug auf deren subjektives Erleben. Solange das funktioniert, ist es gut, aber die psychologischen Nebeneffekte sind, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Mhm. Vielen Dank erstmal. Wir machen jetzt einen kleinen Break und schauen einmal in unsere Live-Umfrage, wie da so die Ergebnisse sich darstellen. Janine? Ja, vorher habe ich noch einige Fragen hier und ich habe schon versucht, sie einzuflechten, wollte aber überhaupt nicht unterbrechen. Ich würde an Herrn Blume einmal fragen, wie viele Studien belegen, ist die zunehmende Technologisierung des Alltags weitreichend und hat auch negative soziale und emotionale Folgen. Bewegen wir uns mit Online-Konzepten für den Schulunterricht nicht doch weiter in die falsche Richtung? Das würde ich gerne mal an Herrn Blume weitergeben. Was ich an solchen Fragestellungen immer so schwierig finde, ist die Perspektive darauf, die ja sozusagen schon suggeriert, man könne etwas daran ändern. Also das ist so, als wenn ich sagen würde, es gibt immer mehr Autounfälle. Das bedeutet, wir sollten auf jeden Fall aufhören, Verkehrserziehung zu machen. Das geht nicht wieder weg. Das Digitale geht nicht wieder weg. Und ich bin keiner, der jetzt sagen würde, wir müssen ab jetzt alles online machen. Beat Döbele-Honegger, ein Professor für Informatik bzw. ein Informatikdidaktiker, spricht deshalb auch für Lernen mit, über und trotz Medien. Und natürlich ist das Lernen trotz Medien auch sehr wichtig. Also es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, wir müssen alles irgendwie online machen, außer natürlich in einer Situation, in der wir jetzt gerade sind, in dem das Lernen mit Medien ja vor allen Dingen im Fokus steht. Vielleicht darf ich das noch sagen, das wird hinterher noch aus dem Fokus rausrücken müssen, nämlich wenn es darum dann geht, auch über Medien zu lernen. Kurz, ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, die verschiedensten Lernformen auch weiterhin stark zu machen, das Lernen auch durch Erleben, die Beziehungsarbeit. Ich leite selber eine Theater-AG, aber wenn Corona lange weggegangen sein wird, dann wird das Digitale noch da sein. Und wir müssen, wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern erziehen möchten oder dafür sorgen möchten, dass sie in der heutigen Gesellschaft partizipieren können, dann müssen wir es schaffen, diese Mündigkeit auch irgendwie ihnen zu ermöglichen. Deshalb, es führt gar kein anderer Weg dran vorbei aus meiner Sicht. Ja, momentan ist ja das Digitale sehr, sehr präsent eben im Homeschooling. Und da wollten wir von Ihnen wissen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, welche oder wie erleben Sie Homeschooling? Dazu hatten wir die Live-Umfrage und haben dazu aufgerufen. Und jetzt würde ich mal in die Auswertung gehen.
Wie erleben Sie Homeschooling als sehr herausfordernd mit 39,13%, als ein wenig herausfordernd mit 21,74% und mal so, mal so? Mit, was haben wir, 39,19%. Ja, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und ich glaube, das deckt sich so mit unserer Meinung, die wir hier auch am Podium haben. Oder Herr Wössmann, was sagen Sie zu der Auswertung? Ja, man sieht, das finde ich besonders interessant bei diesen Sachen auch immer, die großen Unterschiede. Es ist eben nicht so, dass 90% das sagen und 10% das sagen. Das sehen wir jetzt gerade beim Homeschooling und ich glaube, das müssen wir uns echt bewusst machen. Die große Heterogenität, die es gibt eben bei Kindern, bei Eltern genauso. Es gibt, also ich glaube, der Großteil ist natürlich von einer großen Herausforderung jetzt im Homeschooling. Aber es gibt auch, ich sag mal so 10-20% von Schülerinnen und Schülern, die ganz gerne zu Hause lernen, die sogar ganz happy damit sind und für die das sogar gut ist. Das macht das alles eben extrem schwierig zu untersuchen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns dann bewusst machen, eben jede Einzelerfahrung, die wir haben, die wir selber machen oder von anderen hören, lässt sich nicht eins zu eins auf die Gesamtheit übertragen, sondern das ist eben wichtig. Zum einen, für die Forschung heißt das, wir müssen wirklich gucken, dass wir repräsentativ was sagen können, aber eben umso mehr auch nicht immer nur mit dem Durchschnittsmenschen denken, sondern eben ganz bewusst darauf eingehen, es gibt Leute, die können das sehr gut und Leute, die können das sehr schlecht. Und wir sehen zum Beispiel systematisch, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler, aber die eh schon irgendwie schlechtere Noten hatten, für die ist es zum Beispiel viel schwieriger, zu Hause selbstständig zu arbeiten, als leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler. Die können sich das zu Hause viel leichter selbst erarbeiten. Da ist auch nicht so schlimm, dass jetzt gerade kein Lehrer im Raum ist. Aber wenn mir jetzt gesagt wird, hier ist das Lehrbuch, lest euch das durch und dann macht mal die Aufgabe, das wird halt leistungsschwächeren Schülern eben nicht helfen. Und vielleicht sogar eben, und das gilt dann das Gleiche eigentlich für digitale Methoden, wenn man dann ein YouTube-Video sieht und je nachdem, wie das gemacht ist, wenn das eben nicht so auf meinem Niveau ist und mich anspricht, dann verstehe ich es nicht und dann kann ich nicht selbstständig zu Hause arbeiten. Da kommt dann eben wirklich die zweite Phase rein, die Herr Blume ja vorhin schon gesagt hat. Dann muss ich eben in die Interaktion mit einer Lehrkraft kommen, die eben versteht, warum verstehe ich das nicht und versucht das nochmal anders zu erklären, um da hinzukommen. Herr Wössmann, bevor wir auf Ihre Grafik gleich eingehen, würde ich gerne einmal, vielleicht können wir von der Regie nochmal auf die Fünferkacheln gehen. Genau, ich würde gerne einmal nach Konsens fragen in der Runde. Und zwar, sind wir uns einig oder sind Sie drei sich einig, dass es in jedem Fall einen Bildungsverlust gab? Im Insgesamten würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Mhm. Herr Blume? Ich muss noch mal nachfragen, oder Sie meinen Frau insgesamt, also wenn ich das Mittel mir anschaue über alle, dann würde ich das also auch ist, so okay. sehen. Ja. Mhm. Herr Blume? Naja, also das war ja jetzt gemeint von Frau Artelt, das Mittel. Also ich, wissen Sie, was ist ein Bildungsverlust? Im Vergleich zu vor einem oder zwei Jahren, wo das eben nicht so stand, wo das nicht so war. Passen Sie auf, ich sag Ihnen, was ich meine. In Bezug auf sowieso schon curricular festgezurrte Inhalte, ja. Mhm. In Bezug auf diejenigen, die gerade angesprochen worden sind, die quasi nicht selbstständig arbeiten, übrigens interessanterweise von der Politik missverstanden als deshalb müssen wir zurück in die Präsenz, anstatt zu sagen, deshalb muss mehr selbstständig gearbeitet werden. Das ist ja eine interessante, gut. Aber in Bezug darauf, ja. Aber all das, was jetzt gerade dazugekommen ist, sollte doch auch in den Fokus rücken. Also beispielsweise Sechstklässler, die im Messenger darüber sprechen, welche Aufgaben gemacht werden. Ja. Schülerinnen und Schüler jetzt in meiner 7. Klasse in Englisch, die einfach so, obwohl es sozusagen gar nicht Teil einer Aufgabenstellung war, zu sagen, können wir mit den geteilten Notizen währenddessen mitschreiben? Schülerinnen und Schüler, die sagen, oder können wir das auch als Audio machen? Also das sind ja alles Dinge, die möglicherweise vorher gar nicht festgestanden sind als quasi Bildungsziel, die jetzt aber dazugekommen sind und von denen wir und die Wirtschaft, sage ich, müssen wir auch profitieren werden. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer. Ich glaube nämlich dort, und das ist ein ganz wichtiger Nebensatz, dort, wo schon gestartet worden ist und wo jetzt eben digital auch gearbeitet wurde, weil das ist ja leider nicht überall so, wird die Zeit hoffentlich auch nicht wieder zurückgedreht. Also im Sinne der tradierten, sozusagen curricularen Inhalte, ja,
Da wird einiges verloren gegangen sein und aufzuholen sein. Aber wir sollten den Fokus auch dorthin richten, wo möglicherweise einiges dazugewonnen wurde. Also der Konsens ist da und er lautet ja, aber. Ja, können wir uns darauf einigen, so ungefähr. Gut, Herr Wössmann, wir sprechen jetzt mal über dieses Thema, was ich eben angesprochen habe und Ihre Grafik, Ihre Forschung zum Thema, womit verbrachten Schulkinder vor und während Corona ihre Zeit. Vielleicht können wir die mal eben einblenden und Sie kommentieren das für uns. Ja, wir haben eben die Eltern von Schulkindern auch befragt, wie eben wirklich die Kinder ihre Zeit verbracht haben. Das heißt jetzt noch nicht, was sie wirklich gelernt haben, sondern es ist wirklich nur die Frage, wie viel Zeit sie womit gemacht haben. Und die Zeit, die sich Schulkinder eben täglich mit schulischen Thematiken überhaupt beschäftigt haben, hat sich während der Schulschließung im Frühjahr 2020 halbiert. Von etwa 7,5 Stunden pro Tag an einem normalen Schultag vor Corona auf etwa 3,5 Stunden. Und das heißt konkret eben, auch da gibt es die großen Unterschiede, aber 38% der Schülerinnen und Schüler haben sich höchstens 2 Stunden am Tag mit irgendwas Schulischem beschäftigt, 3/4 mit höchstens 4 Stunden lang. Und gleichzeitig, wir sehen da eben auch, was sie sonst gemacht haben. Es hat einen leichten Anstieg an vielleicht eher kreativen Tätigkeiten gegeben. Das ist aber irgendwie insgesamt zeitlich die Minderheit. Was besonders stark angestiegen ist, ist die Zeit, die sich die Kinder und Jugendlichen mit Fernsehen, mit Computerspielen und mit Handy verbracht haben. Das war dann während Corona im Durchschnitt bei über 5 Stunden, fast 5,25 Stunden. Und hier sind es ganz besonders auch wieder die leistungsschwächeren Schüler, die das stimmt. Die haben besonders stark Lernen durch passive Tätigkeiten, also diesen dritten Block ersetzt, 6,3 Stunden am Tag. Wie sich das jetzt während der zweiten Schulschließung entwickelt hat, das werden wir wieder erst nächsten Dienstag in unserer neuen Studie sehen. Und was das aber auch konkret heißt, wie viel gelernt wurde, ist damit natürlich auch offen. Frau Adel hat das vorhin angesprochen. Natürlich wäre es eigentlich total wichtig, mehr in die Schulen reingehen zu können, Sachen erheben zu können. Aber es gibt in Deutschland keine Lernstandserhebung, die uns sagen würde, wo die Schülerinnen und Schüler eigentlich stehen, wo wir sehen könnten sozusagen, wie groß ist eigentlich der Anteil, die vielleicht jetzt irgendwie viel, auch wenn wir es breit messen würden, wie Herr Blume das vorhin gesagt hat, eben eigentlich viel dazugelernt haben. Wie groß ist der, wo das nicht der Fall ist? Ich glaube, nur diese Zeiten, die sich überhaupt damit beschäftigt haben, müssen uns schon zu denken geben. Es gibt für die Niederlande eine sehr spannende Studie, recht aktuell. Da waren nur 8 Wochen lang die Schulen zu, letzten Frühjahr. Und dadurch waren auch vor den Sommerferien wieder die nationalen Prüfungen, die jedes Jahr machen, standardisiert, sind durchgeführt worden. Und darum haben die ein sehr gutes Bild darüber. Und die Studie von ein paar Oxford-Forschern, die hat eben gezeigt, dass da erhebliche Lernverluste entstanden sind von etwa 20% eines Schuljahres. Und das ist de facto 1:1 die Anzahl der geschlossenen Wochen, sozusagen, die an Verlust jetzt, und das ist jetzt natürlich erstmal in dem, was Herr Blume gesagt hat, sozusagen das klassische Curriculum, ein Verlust da war. Und das, obwohl die Niederlande eine deutlich bessere Infrastruktur für digitale Bildung, für Distanzlernen hatte, als wir das hier in Deutschland haben, und obwohl die Schulschließungen deutlich kürzer waren als hier. Also das gibt mir alles schon sehr stark zu bedenken. Und was Sie auch gezeigt haben, ist, dass es eben sehr unterschiedlich ist, je nach dem Bildungshintergrund oder sozioökonomischen Hintergrund der Familien. Also diese Verluste, die waren etwa die Hälfte größer bei bildungsfernen Familien. Und insofern, glaube ich, insgesamt müssen wir schon fürchten, dass das jetzt in diesen klassischen Kompetenzen deutliche Verluste gegeben hat. Und ich würde das vielleicht, was Herr Blume gesagt hat, ein bisschen ergänzen. Ich glaube auch, dass wir bestimmte Bereiche haben, wo wir sicherlich positive Entwicklungen haben. Also rein die digitalen Kompetenzen, die werden zumindest bei denen, die so Online-Unterricht hatten. Wobei wir gesehen haben, es ist ja gar nicht bei allen. Bei den Gymnasien ist das sehr viel der Fall, in den anderen Schularten schon deutlich weniger. Da ist die Mehrzahl der Kinder, hat das leider gar nicht. Aber das heißt sozusagen, ich glaube schon, dass der Großteil der Kinder da was zugelernt hat. Ich glaube, auch viele beim selbstständigen Arbeiten, was das am Ende des Tages dann wirklich bedeutet, müssen wir sehen. Weil ich glaube, es gibt auch viele Kinder, die eben jetzt extrem demotiviert sind und für die ja gerade mit Selbstständigkeit sozusagen nicht sehr viel entwickelt, sondern wo wir eben eher diese Zeiten des Computerspielens und sowas sehen, was sicherlich für die Gesamtpersönlichkeitsentwicklung nicht gerade positiv ist. Ja, das ist zumindest auch wieder aus subjektiver Sicht mit Sicherheit beides gegeben. Also bei uns stelle ich fest, dass
selbstständige Arbeiten, das ist wirklich wesentlich besser geworden. Aber natürlich auch Gran Turismo oder solche Geschichten, da bin ich dann auch zwischenzeitlich mal dran hängen geblieben, als wir eigentlich, ich glaube, Erdkunde war es, machen sollten. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist ein Punkt, und Herr Blume, Sie hatten ihn eben schon erwähnt, wo man vielleicht auch ein Stück weit mehr von diesen Traditionen weggehen kann und sagen kann, okay, wir vertrauen mal ein bisschen mehr und sagen, das ist das Paket, erledige das doch bitte, aber dann, wann du es gerne möchtest und vielleicht auch mit der Unterstützung, die dir am besten passt, oder? Und wenn es ein YouTube-Video ist oder ein Buch, was soll's? Naja, also ich glaube, also was ich auf jeden Fall nicht machen möchte, ist das versuchen, jetzt alles schön zu reden, weil ich glaube, in einer Sache sind wir uns ja wirklich absolut einig. Das Digitale ist eben der Verstärker. Ja? Wenn ich sowieso schon gut lernen kann, kann ich mit digitalen Medien noch besser lernen, und wenn ich sehr gut auf der Couch versacken kann, dann kann ich damit noch besser auf der Couch versacken. So ist das einfach. Ja. Und das ist jetzt auch nicht von mir, sondern das ist von Michael Giesecke, der hat jetzt das erste Mal den Verstärker genannt. Jöranmus Mehrholz hat da eine Abhandlung drüber geschrieben. Also es ist einfach so. Das heißt, ich möchte das jetzt auch nicht alles nur schönreden. Aber in der Tat, das, was Sie gesagt haben, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, auch in Bezug darauf, dass wir, dass eine Art von Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Nämlich plötzlich ist nur noch das quasi tatsächlich richtiger digitaler Unterricht, der Videounterricht ist. Und Frau Artelt hat gerade eben ganz richtigerweise von veränderten Bedingungen gesprochen. Wenn ich als Referent für digitale Medien über Unterricht im Digitalen spreche, dann spreche ich davon, dass man eben Unterricht nicht 1:1 übertragen kann. Zumal die Situation ja gerade auch dort, wo Videos funktionieren, beziehungsweise Videokonferenzen funktionieren, die Videos ja eben gar nicht angemacht werden können. Also das heißt, ich muss als Lehrerin oder Lehrer, als Lehrperson eine ganz andere Form von Unterricht durchführen. Weil, wie gesagt, die Bedingungen sich verändern. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass wir wirklich genau hinschauen müssen, was oder welche Schülerinnen und Schüler jetzt profitiert haben und welche nicht. Und ich glaube, wir müssen auf dieses große Wort Chancengleichheit nochmal jetzt gerade in der Post-Corona-Zeit nochmal sehr genau schauen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit getan ist, sozusagen jetzt diese Gelder, diese massiven Gelder, die in jetzt Nachhilfe und so weiter gesteckt worden sind, einfach in ein System reinzuschmeißen, was ansonsten gleich schrittmäßig nach vorne geht. Sondern wir haben jetzt eine Heterogenität, die, glaube ich, auch Schulen dazu zwingt, darüber nachzudenken, inwiefern jetzt auch vielleicht individuellere Förderungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler gegeben sind. Wenn wir jetzt sozusagen einfach im selben Takt weitermachen, dann wird es ganz, ganz schwierig, und dann werden, glaube ich, auch natürlich noch mehr Schülerinnen und Schüler abgehängt. Ja, das ist eine gute Brücke wieder zu Ihnen, Frau Artelt. Das haben Sie ja eben schon mal erwähnt. Welche Kinder, welche Jugendlichen, welche Schülerinnen und Schüler sind besonders von diesem Bildungsverlust betroffen? Und was glauben Sie, wie kann man das, wir haben ja eben von individuellen Lösungen gehört, wie kann man das am besten ausgleichen? Ja, es ist mit der Verstärkung so, wie mit der Verstärkung es eben ist. Es ist nicht nur das Digitale, sondern auch der Kontext verstärkt. Man spricht auch in der Forschung in der positiven Verstärkung von dem Matthäus-Effekt, also im Sinne von, wer hat, dem wird gegeben. Also wer schon viel hat, der kriegt auch noch einiges dazu an den Kompetenzen. Und die schwächeren Schüler, die sich schwer tun, auch im Unterrichtskontext, die besonderer Förderung bedürfen, sind natürlich tatsächlich diejenigen, bei denen Kreativität an verschiedenen Ebenen an den Tag angelegt werden muss. Ich möchte aber trotzdem auch noch auf andere Befunde aus unseren Studien zu sprechen kommen, die sich darauf beziehen, dass es nicht nur generell die Bildungsfernen sind, sondern wir haben auch durchaus, das passt zu den Selbstregulationen, auch durchaus Persönlichkeitsvariablen oder Temperamentvariablen auf Seiten der Kinder, dies für den einen oder die andere schwerer oder leichter machen, mit dieser Situation zurechtzukommen. Und dieses Schwierigkeiten haben mit dem Homeschooling, diese Frage haben wir gestellt, ist unabhängig vom akademischen Hintergrund der Eltern, von der Schulform. Das zieht sich quer über die Schulform. Auch am Gymnasium finden wir Kinder, die jetzt nicht als klassisch sozusagen Gruppe betrachtet werden, um die man sich kümmern muss. Aber auch am Gymnasium finden wir Kinder, die wirklich Probleme haben, in der eigenen Regulation und deren Persönlichkeit auch an bestimmten Stellen ihnen quer
quer reinschießt quasi. Ja, die Frage, was zu machen ist, ist auf unterschiedlicher Ebene tatsächlich zu stellen. Auch da muss ich Herrn Blume zustimmen. Ich glaube, jetzt denselben Weg weiter und viel Geld in entsprechendes, ohne eine geschickte Überlegung zu geben, ist nicht vielversprechend. Wir müssen, glaube ich, jetzt auch unter der Annahme, dass diese Bedingungen noch eine Zeit weitergehen, darüber nachdenken, welche anderen Möglichkeiten hat man, indem man Kontakt zu Nachbarschaften, zu Eltern tatsächlich aufnimmt, indem man Unterstützungsangebote jenseits des individuellen Kindes macht. Also auch die Eltern in eine Lage versetzt oder andere oder eben auch mit sozialpädagogischen Maßnahmen zu arbeiten, um eben alles von diesem rein auf Unterrichts- und 8-Stunden-Takt, in dem Fall nicht 8 Stunden, natürlich weniger, getakteten Vorgehen wegzubekommen. Aber die Schwächeren, die struggling Schüler brauchen tatsächlich enorme Aufmerksamkeit, enormes Commitment seitens der Pädagogen, aber auch seitens des Systems. Ja, vielleicht schwenken wir dann direkt nochmal rüber zu Herrn Wössmann, bevor wir uns ein paar Schülerinnen und Schüler-Statements anhören und anschauen. Wir haben es jetzt eben schon gehört, also es wird Folgen geben und Sie waren ja eben auch der Meinung, der Bildungsverlust, der ist in jedem Fall da. Das heißt, Sie machen sich so ein bisschen Sorgen um dieses Qualitätsmerkmal, früher war es Made in Germany, jetzt ist es quasi Educated in Germany. Was sagen Sie, wie kann man dem entgegenwirken? Ja, es hat vieles ist ja gerade schon angesprochen worden. Ich will das gar nicht wiederholen, sondern nur unterstreichen. Ich glaube, das hat verschiedene Ebenen. Das hat eben erstmal das, was wir jetzt konkret aktuell machen müssen. Und wir müssen uns halt bewusst machen, dass eben immer noch ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen eigentlich zu Hause sitzt und eben gerade niemanden hat, der ihnen was sozusagen auch elektronisch nicht vermittelt. Und da müssen wir ganz schnell was dran ändern. Ich glaube, da ist auch die Politik gefordert, klarere Vorgaben zu machen, zu sagen, wir wollen, dass jetzt, wenn Schulen zu sind, verbindlich jeden Tag zumindest Kontakt aufgenommen wird, jeden Tag ein bisschen Online-Unterricht per Videokonferenz stattfindet, damit die Kinder auch mal überhaupt ihre Lehrkräfte sehen und auch mal sehen, dass sie mit anderen Mitschülern in Kontakt sind, weil für viele ist das zurzeit immer noch nicht der Fall. Das ist sozusagen nur ein erster Schritt. Ich glaube, dann müssen wir auch relativ schnell dahin kommen, dass wir in irgendeiner Art zu den üblichen Test- und Prüfungsverfahren wieder hinkommen, weil das ist auch für die Motivation der Kinder und Jugendlichen extrem wichtig. Und wenn wir ein bisschen längerfristig schauen, dann, ich glaube, dann ist es echt extrem wichtig, jetzt über Fördermaßnahmen nachzudenken. Und da gibt es eben sehr viele Sachen. Das kann der klassische Förderunterricht sein, der am Nachmittag ist. Und da sollte man jetzt irgendwie lieber klotzen statt kleckern. Also in Bezug auf diejenigen Kinder und Jugendlichen, die jetzt gerade besonders abgehängt sind, die eben nicht zu Hause viel Unterstützung bekommen oder die eben große Lernprobleme im selbstständigen Bereich haben. Da sollte man, wenn das sozusagen mit dem Personal so nicht geht, zum Beispiel, gibt es Vorschläge, Lehramtsstudierende viel stärker einzubinden. Und ich glaube, das sollte die Politik gerade machen. Dann Ferienprogramme sollten wir stark nehmen. Ich glaube, wir sollten dann, da wo das schon klappt, zu versuchen, eben stärker in diese adaptive Lernsoftware und sowas zu gehen, da sollte man jetzt auch rein investieren und sicherzustellen, dass alle Kinder und Jugendlichen zu Hause wirklich digitale Geräte und Internet haben. Und dann glaube ich aber auch, und das ist vielleicht fast das Wichtigste, dass wir viele außerschulische Zusatzangebote bekommen müssen. Und was die Politik da machen kann, weil es ist ja gerade schwer, diejenigen zu erreichen, wo das eben gerade nicht die Eltern jetzt so wichtig finden, dass sie besonders viel lernen. Und da sollten wir an Nachhilfeunterricht denken und einfach sozusagen da denjenigen auch diejenigen unterstützen, wo die Eltern das eben nicht schon einkaufen. Weil es ja darum geht, diejenigen Kinder und Jugendlichen, die sich derzeit kaum mit schulischen Aktivitäten befassen, wieder überhaupt erstmal zu motivieren, an Lernprozessen teilzunehmen. Und das muss, glaube ich, auf 1-zu-1-Ebene oder zumindest auf Kleingruppenebene sein. Das kann eben nicht immer nur die Lehrkraft für die ganze Klasse machen. Und ein weiterer Aspekt, den man, glaube ich, viel stärker einsetzen könnte, ist studentische Mentoren. Wir haben kürzlich da ein großes Programm in Deutschland, Rock Your Life heißt das, evaluiert. Und man sieht, dass die es wirklich schaffen. Das sind sozusagen 1-zu-1. Da kommt ein Studierender, der macht das ehrenamtlich und sagt, komm, wir sozusagen gerade im Brennpunkt Schule benachteiligte Jugendliche, wir treffen uns alle 2 Wochen mal und diskutieren Sachen und fangen dann an, auch über Zukunft zu diskutieren. Und das sind Programme, wo wir gesehen haben, dass sie dann nach einem Jahr wirklich diese Jugendlichen ganz andere Perspektiven haben und das wirklich klappt. Gerade das, wo eben viele der formellen Sachen dran scheitern und nicht mehr rankommen. Das sind eben keine hoffnungslosen Fälle, aber das geht dann vielleicht wirklich am ehesten über sowas wie zum Beispiel studentische Mentoren. Die sind noch nicht zu weit weg, aber sind bereit, sich sozusagen in diese Jugendlichen
mit reinzuversetzen und mit denen einfach was zu machen. Ich glaube, diese ganze Spannbreite, was ich gerade gesagt habe, das ist mir wichtig zu betonen, ja, wir sollten wahrscheinlich alles davon machen, weil es nicht diese, die eine goldene Kugel gibt, die jetzt sozusagen alles löst. Und darum, aber weil die Probleme, glaube ich, groß sind und weil die langfristigen Kosten davon, also Sie können das wirtschaftlich sehen, aber ich meine das natürlich viel genereller für die Lebenswege dieser Jugendlichen, doch extrem hoch sind, lohnt sich eigentlich jetzt jeder Euro, den wir da rein investieren, wenn er denn sinnvoll investiert ist. Genau, und da sollten wir jetzt, spätestens jetzt, dann auch mal auf die Schülerinnen und Schüler hören. Und Janine, dann gebe ich nochmal zu dir rüber und wir schauen uns und hören uns ein paar Statements an. Genau, denn um die Schülerinnen und Schüler geht es ja. Und nochmal herzlichen Dank an euch, dass ihr uns die Statements zukommen lassen habt. Das ist ein sehr sensibles Thema. Mal haben wir sie in der schriftlichen Form und eben auch ein paar Videos dazu. Ich möchte sie einmal vorlesen. Und zwar haben wir Hanna aus der 11. Klasse zu der Frage, wie fühlt es sich an, wieder in der Schule zu sein? Und sie sagt, es fühlt sich sehr gut an, wieder in der Schule zu sein. Man sieht seine Freunde wieder, kann sich unterhalten und geht nach draußen. Außerdem kriegt man in der Schule eindeutig mehr mit als über den Computer online zu Hause. Ja, vielen Dank schon mal, Hanna, an dieses Statement. Und dann haben wir Julius aus der 11. Klasse zu der Frage, wie hat sich euer Lernen durch das Homeschooling verändert? Und er sagt, durch das Homeschooling hatte ich persönlich viel mehr Zeit für andere Sachen wie Sport. Ich fand es zwar ungewöhnlich, die Lehrer über Zoom oder Microsoft Teams zu sehen, allerdings fühlte ich mich viel wohler zu Hause und habe dadurch auch mehr mitgearbeitet. Danke auch an Julius. Und ich bin selbstständiger geworden und ich kann jetzt besser mit technischen Geräten umgehen, weil man halt viel damit arbeitet und Padlets und so gestaltet. Dann haben wir Hanna nochmal. Was waren Nachteile des Online-Unterrichts? Die Nachteile waren vor allem technische Probleme. Es gab in fast jeder Stunde jemanden, der kein gutes Internet, kein Mikro oder keine Kamera hatte. Und es wurde viel Zeit benötigt, dies wieder in Ordnung zu bringen. Insgesamt war es schwierig, alles mitzubekommen und sich ordentlich am Unterricht zu beteiligen. Ein Problem, was wir auch eben schon angesprochen hatten. Also man konnte keine Gruppenaufgaben machen und so Versuche in zum Beispiel in Physik sind weggefallen oder auch und man hatte keine sozialen Kontakte und die Vokabeln in den Fremdsprachen hat man auch nicht so viel gelernt wie im echten Unterricht, weil man den Druck der Vokabeltests nicht hatte. Dann haben wir noch einmal Hanna. Wie eng standet ihr mit euren Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt? Dies war bei jedem unterschiedlich. Manche meldeten sich fast täglich, andere wiederum nur selten, circa einmal in der Woche. Insgesamt war die Kommunikation zwischen den Lehrern und den Schülern relativ gut. Ja, auch hier stellen wir wieder fest, es ist eine sehr gemischte Meinung. Ich möchte aber gerne mal auf den positiven Punkt von Julius zu sprechen kommen, der eben gesagt hat, ja, ich fühle mich auch viel wohler zu Hause, wenn ich dort eben lerne. Und deswegen habe ich auch noch zusätzlich mehr Zeit für sportliche Aktivitäten. Frau Adelt, wie sehen Sie diese Aussage im Hinblick, wir haben es ja eben auch schon mal angesprochen, auf soziale Isolation? Auf soziale Isolation. Na nun sagt der Julius, dass er viel Sport macht. Sport gibt es in der Regel als Mannschaftssport, natürlich auch individuell. Ich weiß nicht, ob er joggen geht. Aber es sind natürlich auch andere Faktoren dabei. Jetzt konnte man unter Corona-Bedingungen das weniger tun. Ich weiß nicht, wie Sie meinen, wie ich das bewerten soll. Ich glaube, man sollte das als authentisches Statement sehen, dass er sich wohlfühlt unter diesen Bedingungen. Vielleicht auch weniger gestört ist durch Lärm oder andere Faktoren, die in der Schule einen abhalten können und offensichtlich jemand ist, der die Sache gut macht, sich selber organisiert und die Zeit gut nutzt für anderes. Ich finde es ein positives Beispiel. Ich würde mir keine Sorgen um Julius machen, dass er in Zukunft ein isolierter Schüler oder Mensch sein wird. Vielleicht das als etwas lustige Kommentierung. Dann haben wir ja gerade auch noch den Punkt angesprochen des Selbstständigerwerdens. Das unterstreicht ja auch die Aussagen, die wir gerade eben schon gehört haben. Also exakt. Hier gerade auch noch mal im Hinblick auf die Technik und auf die intrinsische Motivation, auch selber eben noch mal eigenständig Dinge auszuprobieren, auch mit der Technik auszuprobieren. Vielleicht auch hier noch mal die Frage, ob wir generell das Lernen noch mal neu definieren müssen. Was genau bedeutet das eben?
Dann haben wir ja noch, Verzeihung, gerne. Nein, Entschuldigung, reden Sie weiter. Dann haben wir ja noch Hanna eben gehört. Sie hat ja gesagt, dass die Kommunikation mit den Lehrern gut abgelaufen ist. Herr Wössmann, wie passt das zu Ihren Beobachtungen? Ja, das ist ja vielleicht genau das, was ich auch von diesen Statements halt so spannend finde und so wichtig finde. Es gibt halt die ganz großen Unterschiede. Das, was wir Heterogenität nennen, ist darin sozusagen gelebt. Wir dürfen eben nicht von der Einzelerfahrung auf die Gesamtsituation verallgemeinern. Wir sehen eben, darum ist aber auch so wichtig, dass wir so repräsentative Befragungen machen. Und zwar nicht, damit wir einen Durchschnittswert daraus bekommen, sondern dass wir damit die ganze Spannbreite sehen. Dass wir sehen, zum einen, wir sehen, ja, es ist leider doch, es ist eben, Hanna ist nicht die Mehrheit, zumindest nicht während des ersten Lockdowns. Da hat die Mehrheit leider sehr wenig Kontakt mit den Lehrkräften gehabt. Aber wir haben auch immer sozusagen da eine Minderheit und die ist halt nicht super klein, wo das eben so ist. Und ich glaube, das sehen wir in vielen Bereichen. Da sehen wir jetzt irgendwie auch, wie einzelne Kinder und Jugendliche darauf reagieren, aber eben auch von der anderen Seite, wie Lehrkräfte damit umgehen. Und ich glaube, das haben auch viele erlebt. Es gibt eben die Lehrkräfte, die haben dann die einzelnen Kinder zu Hause angerufen, um sicherzustellen, was Sache ist. Und es gibt eben andere, wo das nicht so geklappt hat. Und diese großen Unterschiede müssen wir uns bewusst machen, um dann aber insgesamt dann zu überlegen, was müssen wir im Bildungssystem insgesamt machen, damit wir viel mehr von den positiven Erfahrungen bekommen und viel weniger von den negativen Erfahrungen. Ja, vielen Dank. Danke, Janine. Das ist ja sicherlich ein Punkt, der jetzt für die pandemischen Zeiten gilt, Herr Wössmann, aber auch für danach. Wir kommen so ein bisschen in die Abschlussrunde in Richtung Ausblick. Herr Blume, irgendwie ist es eine spannende Situation. Wir merken, es gibt ganz viele Risiken. Wir waren uns auch nicht ganz einig, ob das alles nur negativ zu bewerten ist oder eben auch positiv. Was ich so ein bisschen sehe, ist, dass diese Generation, die jetzt gerade als Schülerinnen und Schüler diese Situation durchmachen. Und das zeigt auch die Diskussion heute so ein bisschen. Die bekommen so ein fast so einen Stempel, das sind diese Corona-Jahrgänge. Das ist eher fast so, ja, als Makel zu betrachten. Es wird zumindest oft so kommentiert. Wie können wir dem entgegenwirken und wie können wir da auch was aufbauen, was vielleicht genau bei diesen betroffenen Jahrgängen sagt, nö, gerade weil wir das waren, sind wir wesentlich wertvoller. Also nicht davon zu sprechen, dass es Probleme gibt und dass man Dinge aufhalten muss, sondern ich frage mich immer, anstatt dauerhaft darüber zu sprechen, dass Jugendliche irgendeinen Corona-Malus haben, könnten sich diejenigen, die davon sprechen, doch mal hinstellen und eben die Frage beantworten, die Herr Wössmann gerade gestellt hat. Was ist jetzt eigentlich zu tun? Und vieles ist ja gerade schon angesprochen worden. Ich aus meiner Sicht würde sagen, wir brauchen einfach eine Flexibilisierung des Schulsystems auch, damit wir auf individuelle Anforderungen eingehen können. Wir brauchen natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die geschult werden müssen, um geschult zu werden. Das kann nicht alles noch draufgehen. Wir brauchen Ressourcen. Und damit meine ich nicht nur monetär, aber auch zeitliche Ressourcen. Und wir müssen eben den Schülerinnen und Schülern eben auch die Möglichkeit geben, dann Fragen zu stellen und nicht wie in so einer, ich ist jetzt wirklich überspitzt, aber wie in so einer Maschinerie sozusagen im Gleichschritt weiter zu gehen. Und was würde ich den Schülerinnen und Schülern sagen? Das ist halt nicht so. Also es wird eine Herausforderung, aber wann ist sozusagen Jungsein Orientierung und das Finden schon keine Herausforderung? Ja? Ich hätte mich gefreut, wenn die Politikerinnen und Politiker, die jetzt von diesem Jahr Malus sprechen, mal darüber gesprochen haben, als G9 zu G8 runtergeschraubt wurde, ohne dass irgendwas am Curriculum getan wurde. Also das ist für mich eine Scheindebatte. Ich würde den Schülerinnen und Schülern sagen, hört nicht auf diejenigen, die von irgendwelchen Problem und vom Malus sprechen, sondern geht hin und findet Lösungen und nicht Gründe. Be strong, ganz genau. Frau Attel, dann gebe ich an Sie die Frage nochmal weiter, in eine etwas andere Richtung gehend, denn wie sehen Sie denn die Chancen oder eben auch Probleme, wenn es um den Übergang geht von der einen Schulform zur nächsten oder vom Gymnasium, vom Abitur zur Universität oder in die Ausbildungsstätten? Ist da ein größeres Problem zu erwarten? Das eine ist die Legitimation und da kann man sich sehr lang dran aufhalten und fragen, wie gerecht ist etwas, wie gerecht ist eine Abschlussnote. Das ist eine eigene Debatte. Ansonsten muss man schon auch sagen, das ist der Stempel, der uns allen ist. Wir haben einen Periodeneffekt. Corona trifft uns alle auf unterschiedlichen Ebenen. Es sind nicht nur die Abschlussklassen, die sind natürlich nochmal besonders
sozusagen unter kritischer Beobachtung. Ich denke, dass viel Möglichkeit darin besteht, die Übergänge zu entdramatisieren, sie nicht, also wie entsprechend hier in Bayern, so mit den starken Anforderungen der gleichen Latte, die genommen werden muss, sozusagen zu betrachten und das darüber das zu regulieren, dass das System sich selber reguliert. Jemand, der auf die Universität geht, obwohl er da nicht richtig ist, verlässt die Universität wieder. Und jemand, der aufs Gymnasium geht und da nicht zurechtkommt, tut das auch. Und ich glaube, dadurch, dass uns Corona alle erwischt hat, werden auch die Lehrkräfte, Herr Blume und andere, auf diese Jahrgänge mit besonderen Augen schauen. Und das sind die entsprechend übergegangen sind aus der Zeit. Aber nicht nur auf die, sondern auf alle, auf alle Schülerinnen und Schüler zu dieser Zeit. Da schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis zum Anfang, denn dieses mit besonderen Augen drauf schauen, das kann ja auf der einen Seite inhaltlich sein, es kann aber eben auf der anderen Seite auch darauf bezogen sein, welche Kompetenzen sind da vielleicht an anderer Stelle dafür gewachsen. So, wir sind von Teil 1 am offiziellen Ende angekommen, nämlich an dem Punkt, den ich Ihnen eben quasi so als Cliffhanger versprochen habe. Ich würde jetzt gerne, bevor wir in quasi die Live-Zuschauerbefragung gehen, einmal die Handlungsempfehlung, diese ganz klar formulierten Sätze von unseren drei Expertinnen und Experten mit auf den Weg geben. Und Frau Adelt, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann starten wir gerne mit Ihnen. Gerne eine Handlungsempfehlung in Richtung, was müsste jetzt passieren, abgeben. Und die bezieht sich auf die Hausaufgaben, die Bildungspolitik und Bildungsadministration zu tun hat, nämlich die Chancen zu nutzen, die sich jetzt aus dem Digitalisierungsschub ergeben haben und dadurch wunderbare professionelle Möglichkeiten für die Zukunft zu schaffen. Vielen Dank. Ein Satz, Bob Blume. Schule muss versuchen, starre Strukturen aufzubrechen und sich flexibel gestalten, und zwar orientiert an der Frage, wie können Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert zeitgemäß lernen? Vielen Dank. Und Herr Wessmann. Ja, ich glaube, ich will ganz pragmatisch sein und weniger visionär, weil ich glaube, dass das den Kindern und Jugendlichen in der aktuellen Situation immer noch am meisten hilft. Also ich finde, bei Schulschließungen sollten endlich klare Vorgaben für verbindlichen und täglichen Online-Unterricht per Videokonferenz für alle Schülerinnen und Schüler gelten, indem die Lehrkräfte eben Lernstoff vermitteln, damit die Schüler Interaktion haben und klare Strukturen haben. Wunderbar, dann sage ich vielen Dank und ich glaube, diese klaren Strukturen und klaren Ansagen, nach denen sehen wir uns heute nicht nur, wenn es um Bildung und um Schule geht und auch um eine ganz klare Perspektive. An dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank von meiner Seite, vielen Dank für diese hilfreichen Schlussworte. Wir machen jetzt sofort weiter mit der Fragerunde, wo ihr und Sie aus dem Stream direkt an unsere Expertinnen und Experten Fragen stellen können. Dafür gibt es einen kleinen Countdown, weil wir technisch etwas umstellen müssen. Ich sage erstmal Tschüss, noch einen informativen und schönen Abend und freue mich sehr, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, alles Gute.
Und da sind wir wieder. Wie versprochen geht es jetzt noch in die 15- bis 20-minütige Fragerunde. Denn es sind ja wirklich sehr viele Fragen hier in die Bundeskunsthalle getragen worden. Und die möchten wir natürlich auch alle beantwortet wissen. Wieder mit unseren drei Experten, Expertinnen. Da sind Sie wieder. Hallo Herr Wössmann, hallo Herr Blume und Frau Artelt. Dankeschön für diesen netten Talk eben, wo wir so schöne Handlungsforderungen am Ende auch noch hatten und wo wir positive Seiten, negative Seiten gesehen haben. Und ich möchte jetzt sehr schnell einsteigen und die Fragen, die hier ins Studio gekommen sind, beziehungsweise in die Bundeskunsthalle, an Sie weiterleiten. Wir haben die erste Frage und zwar, ich frage mich, warum die Schulen weiterhin so strikt an den vielen Klassenarbeiten und der strengen Notenvergabe festhalten. Haben sich die SchülerInnen in dieser Ausnahmesituation nicht einen Bonus verdient, zum Beispiel eine mildere Benotung? Herr Blume, wie sieht es denn generell aus mit der Benotung? Ich finde die Frage klasse. Ich finde, eine mildere Benotung ist Quatsch, aber also ich würde das viel radikaler sagen. Ich würde sagen, darum geht es nicht. Wir können das einfach komplett aussetzen. Denn letzten Endes, es wird zweimal gesagt, und das klang ja auch schon an, dass das eine Rückmeldung ist, aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich meinen 12 Klässlern eine Rückmeldung gebe, das wissen die, dann spreche ich 10 bis 15 Minuten eine Audiorückmeldung rein oder schreibe eine ganze Seite. Sowas kann eine Ziffer nicht ausdrücken. Ich glaube in der Tat, dass wir viel mehr hätten darüber nachdenken müssen, welche alternative Prüfungsformate es gibt. Also ich gebe mal als Beispiel Formative Assessment, also ein quasi eine begleitete Form der Leistungskontrolle, kann man gar nicht richtig sagen, sondern quasi ein begleitendes Projekt. Es gibt ja mittlerweile sogar das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur, heißt das, glaube ich, wo solche Beispiele gesammelt worden sind. Also wenn die Frage ist, warum wird das nicht gemacht? Dann würde ich sagen, weil sozusagen das momentane Schulsystem sehr stark an diesen Prüfungsformaten festhängt. Ich glaube auch, dass das durchaus nicht mehr zeitgemäß ist. Aber, ja. Aber um das nochmal ganz kurz zu sagen, ich glaube nicht, dass den Schülern damit geholfen ist, wenn man sagt, wir machen das jetzt alles milder oder so, sondern ich glaube schon, dass sozusagen zumindest dieser Effekt sein müsste, dass man da neu drüber nachdenkt und darüber spricht, was bringt mir eigentlich, ich sage jetzt nur ein Beispiel, was bringt mir eigentlich eine Leistungsüberprüfung am Ende einer Unterrichtseinheit, die beispielsweise aussagt, du kannst etwas nicht, wenn das, was darauf folgt, eine neue Unterrichtseinheit ist. Also lass das mal so stehen. Okay. kann ich absolut. Darf ich da zu ergänzen? Gerne. Weil ich, ich meine, zwei Aspekte. Ich meine, der letzte Aspekt ist, glaube ich, sehr wichtig. Ein weiterer Punkt ist, dass ich wiederum dieses Gefühl habe, dass es so unterschiedlich ist, was wir gerade in Deutschland machen und keiner genau weiß, was eigentlich Sache ist. Also ich weiß von sehr vielen Schulen, wo gerade während des Lockdowns überhaupt keine Prüfungen stattfinden. Ist, glaube ich, sogar in Bayern fest vorgegeben, dass das darf sozusagen gar nicht gemacht werden. Und entsprechend ist eigentlich der Druck viel weniger da, was in der Situation sicherlich auch gut ist. Ich glaube, nur andersrum jetzt eben dann dazu führt, dass alle Kinder gleich wissen, so, ja gut, der nächste Vokabeltest wird vielleicht im Herbst sein, also werde ich für den nächsten halben Jahr keine Vokabeln lernen. Und das hilft auch nicht, damit ich ein bisschen auch, wobei ich die ganzen Aspekte, die der Blume angesprochen hat, absolut verstehe und auch denke, zu sagen, es gibt viel konstruktivere Prüfungsformen als das, was wir zumeist machen. Aber Prüfungen ganz abzuschaffen, wäre, glaube ich, auch verheerend, weil ich möchte auch ein bisschen eine Lanze für das klassische Prüfen schon auch brechen, weil das für die einzelnen Kinder und Jugendlichen dann weiß, okay, das ist was, worauf ich hinlerne. Und wenn wir dann, natürlich müssen wir das prüfen, was wir für wichtig halten. Und wenn wir sozusagen jetzt unsinnige Sachen prüfen, das ist natürlich eine Strafe für alle. Aber wenn wir wissen, das sind die Kompetenzen, die Kinder erreichen sollen, dann wissen die Kinder zumindest, wofür sie es auch machen. Das ist halt die Motivation. Es gibt Kinder, da jetzt wieder die große Heterogenität, das ist vielleicht nicht so wichtig, aber ich bin mir, also von allem, was wir aus der Forschung wissen, ist das die deutliche Minderheit. Und für einen Großteil der Kinder ist das, wenn die sich überlegen, okay, jetzt heute Nachmittag gehe ich raus Fußball spielen oder gehe ich sozusagen, oder meinetwegen, ne, setze ich mich vor meinem Computer, spiele, das ist vielleicht das, was wir jetzt in der Forschung, also in den Daten sehen, viel wichtiger ist. Oder setze ich mich hin und lerne für diese blöde Mathe oder Englisch oder Deutsch Prüfung,
wenn sie da sagen, okay, es wird aber keiner nachher nachfragen, was du gelernt hast, dann werden halt der allergrößte Teil der Kinder und Jugendlichen sagen, ja, ich gehe raus, Fußball spielen oder spiele am Computer. Darum, wir brauchen schon, wir müssen sozusagen diese Prüfung schon mit einsetzen, um sie als Motivator zu nutzen. Dass das deswegen nicht heißt, dass wir alle so weitermachen müssen, wie wir es immer gemacht haben, da bin ich absolut bei. Da gibt, das kann man vieles viel klüger machen. Aber wenn ich da einhaken kann, Herr Wößmann, Sie haben gerade ein ganz wichtiges Wort genannt, nämlich Kompetenzen. Und Kompetenzen sind ja, wenn man so möchte, Fähigkeiten, die man braucht, um sich etwas zu erarbeiten beispielsweise. Aber die wenigsten Prüfungsformate heutzutage prüfen ja tatsächliche Kompetenzen. Also natürlich gibt es solche, die Kompetenzen prüfen, aber dann müssen wir noch mal ganz, sollten wir darüber nachdenken. Und klar, dann kann man sagen, ja, diese Prüfungsformate, die eben tatsächlich auch Kompetenzen prüfen, die können wir beibehalten, obwohl dann trotzdem natürlich noch eine Frage ist, ob man das beispielsweise so macht, wie jetzt in sagen wir, alternativen Schulen oder in Wutöschingen beispielsweise, gerade erst mit dem Schulpreis ausgezeichnet, wo die Schülerinnen und Schüler die Prüfungen dann auch tatsächlich ablegen, wenn sie bereit dazu sind. Es geht ja übrigens auch für die schnelleren Schülerinnen und Schüler, ne, die vielleicht viel eher fertig sind und dann schon weitermachen könnten, die aber quasi auch gezwungen sind, in diesem Gleichtakt zu bleiben. Also ich bin bei Ihnen, was sozusagen Prüfungen auch als Möglichkeit an sie zu sehen, wie stehe ich gerade. Aber dann muss man diese Kompetenzorientierung, die ja seit 2004 auch in den Lehrplänen steht, auch ernst nehmen. Da wir gerade hier von den Kompetenzen sprechen, habe ich noch eine Frage. Und zwar wurde denn bei den Erhebungen auch erfragt, was neben den klassischen Kompetenzen neu hinzugekommen ist. Und, das haben wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen abgefrühstückt, sollten die klassischen Inhalte vielleicht auch in Bezug auf Nutzen für heutiges Lernen und die berufliche Zukunft der jungen Menschen auch mal endlich auf den Prüfstand gestellt werden. Vielleicht Frau Aschelt, genau, das wäre auch meine. Ja, ich würde mich deshalb melden, weil aktuell der Erfolg gilt dann bewertet zu werden, ist ja auch die Kultusministerkonferenz dabei, die Bildungsstandards neu zu schreiben und insbesondere auch sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Rolle Digitales im Fach und überfachlich dabei spielt. Das ist sicherlich sinnvoll und notwendig und auch vielleicht, sagen wir mal etwas bös gesagt, auch das langsame System der Kultusministerkonferenz hat auch die Notwendigkeit erkannt. Dann anschließend dazu würde auch noch die Frage passen, ob denn durch einen veränderten Schulunterricht nicht bereits bei der Ausbildung von Lehrpersonal neu angesetzt werden sollte, spart man dann zugunsten der Multimedia-Inhalte an sozialpädagogischen Inhalten? Ach, also, vielleicht Herr Blume. Ich weiß nicht, also in der klassischen Lehrerbildung gab es gar nicht so viele pädagogische Inhalte, bei denen man hätte sparen können. Aber ehrlich gesagt, ich sehe das gar nicht so schwarz und weiß. Ja, letzten Endes bedeutet, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit reingeht, aber beispielsweise das kreative Erarbeiten eines Podcasts, das macht ja oder das ergibt ja keinen Sinn einfach von sich aus. Ich sage ja nicht hier, Giselher und Chantal, macht mal einen Podcast. Sondern möglicherweise ist das ein Dialog, der aus meiner Sicht auch gut und gerne über die erste Szene des Fausts gehalten werden kann. Und wo dann sozusagen im Dialog Fragen entwickelt werden. Also ich finde sozusagen das, was gerade eben in der Frage davor kam, immer so ein bisschen gefährlich, denn dieses genau auf den Job vermittelte Inhalte, das ist Ausbildung. Bildung und Lernen bedeutet auch, Dinge kennenzulernen, gegen die man sich danach entscheiden kann. Und ich finde, das sollten Schulen auch weiterhin leisten. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, ich wäre da ganz entspannt. Ich glaube, es wäre wichtig in der Tat, dass man beispielsweise beim Digitalen das einbezieht, aber eben integrativ und nicht so, dass sozusagen dann gesagt wird, so hier Pädagogik schmeißen wir jetzt raus, weil es bleibt ja wichtig, dass Beziehung sozusagen, dass Bildung und Schulen auch was mit Beziehungsarbeit ganz viel zu tun haben. Auf jeden Fall. Thema Beziehungsarbeit, beziehungsweise Sie können da wahrscheinlich so ein bisschen noch aus dem Nähkästchen plaudern. Wie hat sich die Arbeitsbelastung für Lehrer und Lehrerinnen verändert? Welche Unterstützungsangebote bekommen die Lehrer, LehrerInnen seitens der Schule oder des Landes? Keine.
Es gibt keine. Ich habe seit einem Jahr gesagt, dass beispielsweise das, was Herr Wößmann gesagt hat, und das war jetzt übrigens nicht in Bezug auf die Schulen, sondern in Bezug auf das Land, das, was die Schulleiterinnen und Schulleiter gerade leisten müssen, ist gleichzeitig Planungsbriefe, die quasi alle zwei Wochen kommen, umsetzen, neue Verwaltungsvorschriften durchführen, das alles an ein Kollegium weiterzuleiten, das absolut am Limit ist. Und die Kolleginnen und Kollegen müssen quasi gleichzeitig versuchen, das, was von der Gesellschaft natürlich vielleicht auch zu Recht gefordert wird, so diese Inhalte weiterzuführen, möglichst kreativ zu arbeiten, teilweise mit Plattformen, die zunächst nicht funktioniert haben und zu denen es dann keine angepassten Fortbildungen geht. Also wie geht es den Lehrerinnen und Lehrern? Wir sind am Limit. Ich habe, Sie merken das vielleicht gerade mit meiner leicht und wirklich nicht gespielten Rage. Ich habe täglich auf meinem Instagram-Account Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, wir können nicht mehr. Und und das liegt, glaube ich, aus meiner Sicht daran, dass verschlafen wurde, zumindest mal einen Rahmen zu setzen dafür, woran man sich orientieren kann. Und ehrlich gesagt, vielleicht ist das naiv von mir, ich verstehe auch nicht, warum das nicht getan wurde. Denn es gibt ja, was die Virologie angeht und die Epidemiologie, gibt es ja Räte. Wieso haben die Länder sich nicht Leute besorgt, die gesagt haben, so, was ist jetzt eigentlich beim digitalen Lernen, wo müssen wir eigentlich drauf achten, was brauchen wir für Ressourcen und welche Leitlinien können wir an die Hand geben? Wenn das eher getan wäre, dann wäre das letzte Jahr jetzt nicht als riesiger Rucksack auf dem Rücken so gut wie aller Lehrerinnen und Lehrer, die ich kenne. Ja, danke dafür für diese sehr, sehr ehrliche und offene Meinung, die Sie hier mal kundtun. Ich würde da gerne noch einhaken, habe aber noch einige andere Fragen, die ich gerne dazu holen möchte. Und zwar die eine Frage, schießen wir uns nicht in den Fuß, wenn die Technologie da ist, aber der Staat sagt, dass wir es nicht nutzen dürfen aufgrund von Datenschutz? Was ist wichtiger, digitaler Unterricht, den effektiv und kreativ zu erstellen oder Datenschutz? Herr Wößmann vielleicht. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, gemeint, das ist natürlich offensichtlich. Ich glaube, dass wir, das gibt es in verschiedenen Ebenen, uns durch sozusagen wir haben alle möglichen Grundrechte der gesamten Bevölkerung gerade eingeschränkt. Die Kinder dürfen sich nicht als Gruppe treffen, für uns Erwachsene gilt das ja auch alles. Und gleichzeitig tun wir dann so, als ob sozusagen bei der Frage der Datenschutzes und ähnlich, es ein absolutes Grundniveau gibt, was Gott gleich über allem schwebt und nicht dran gegessen hat. Wir müssen abwägen. Und wenn die Abwägung hier ist, dass die Kinder überhaupt keine Interaktion mehr haben, dann ist es halt wichtig, dass wir das machen. Und darum möchte ich das extrem untermalen, was Herr Blume gerade gesagt hat. Das sind doch genau die Fragen, wo eben eigentlich die Unterstützung von der Politik hätten kommen müssen. Und das haben auch alle seit einem Jahr immer und wieder gesagt. Das kann ja nicht die einzelne Schule lösen mit dem Datenschutz zum Beispiel. Das ist eine Sache, die kann sozusagen, da muss das Ministerium einmal die klaren Vorgaben machen und sagen, und hier sozusagen ist die Software, die ihr nutzen könnt, das ist damit geregelt und jetzt kümmert euch um die Sachen, die schon schwer genug sind, die ihr eh machen müsst. Aber das kann doch nicht jede Schule einzeln machen, das ist doch abstrus. Es ist eigentlich auch sogar abstrus, dass jedes Bundesland einzeln macht. In Deutschland sollten wir da länderübergreifende Standards haben, die das einmal klar vorgeben, weil das kann ja nicht jeder selber machen. Ja, und es ist auch, finde ich, tatsächlich eine Katastrophe, dass, was Herr Blume geschildert hat, so ist, wie ich das auch einschätze, dass die Schulen damit komplett alleine gelassen werden. Also diese Umsetzung von Auflagen, von Anforderungen noch als zusätzliche Belastung und dann Probleme auf der sozialen, auf der Datenschutz, auf der technischen, auf allen Ebenen dort allein gelöst werden müssen, ist eigentlich unverantwortbar, tatsächlich. Dennoch kommt hier auch mal eine Frage, die eher auf das Positive nochmal zielt. Also was hat sich in den Schulen neben dem Öffentlichen, dem Digitalen durch die Pandemie denn an Positivem getan? Was sind die Lessons learned? Was ich ganz wichtig finde und was wir, glaube ich, nicht unterschätzen dürfen, das ist durch diese Situation vor der Pandemie, wo das Digitale so ein bisschen auch einen schweren Stand hatte, einfach aus einer Perspektive heraus,
vielleicht auch manchmal aus einer Perspektive vielleicht auch der Ängstlichkeit. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aus einer Perspektive der Unkenntnis. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aus einer Perspektive der Handlungsfragen. Also was mache ich damit überhaupt? Und da hat sich vieles getan, weil ich glaube, jetzt ist es so, dass sozusagen bestimmte basale Fähigkeiten, sage ich jetzt einfach mal, auch von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer schon mal gegeben sind. Das heißt jetzt nicht, alle sind sozusagen die digital absolut, sozusagen digital absolut an der Spitze, aber ich bemerke, dass es sozusagen eine breitere Grundlage gibt, von der aus man sprechen kann jetzt. Über Plattformen, über didaktische Konzepte. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun, aber ich glaube, hier hat diese schwierige Situation durchaus etwas Positives. Ja, vielen Dank auch dafür. Dann möchte ich einmal noch mal zu Herrn Wössmann kommen, und zwar wann und mit welchen Daten wird es möglich sein, tatsächlich etwas dazu zu sagen, ob Schülerinnen oder Schüler weniger oder vielleicht auch gleichermaßen gelernt haben im vergangenen Jahr? Ich fürchte, wir werden das für Deutschland nie erfahren. Das mal dazu sagen, weil wir müssten dafür natürlich eben die entsprechenden Kompetenzerhebungen machen. Und man hat es bis jetzt politisch eben nicht für notwendig gehalten. Und ich sehe nicht, dass das sehr schnell kommt. Ich meine, wenn wir dann in ein, zwei Jahren neue Lernstandserhebungen machen, dann wird man sehr schwer, das damit in Verbindung bringen zu können, was davon ist jetzt wirklich durch die Schulschließung oder durch Corona bedingt oder durch andere Sachen. Ich meine, wie effektiv die Kinder wirklich gelernt haben, ist eine Frage, wo wir ein bisschen tiefer bei unserer Elternbefragung reingegangen sind, die wir jetzt gerade gemacht haben. Und da werden wir nächste Woche glaube ich auch spannende neue Ergebnisse rausbringen können. Aber das sind natürlich dann die Einschätzungen der Eltern. Da haben wir am Ende eben nicht wirklich gemessen, was die Kinder und Jugendlichen gelernt haben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, dass zumindest zum Beispiel sowas wie ein PISA-Test wieder stattfindet, aber vielleicht viel wichtiger Dinge wie die Vera-Prüfung, die sozusagen in verschiedenen Jahrgangsstufen in der Breite eigentlich mal schauen, wo die Kinder und Jugendlichen stehen. Spannend wäre das natürlich, das jetzt zu ergänzen, um Dinge, die Herr Blume betont hat, wo möglicherweise auch Neues entstanden ist, halt vielleicht bei Selbstständigkeit, bei digitalen Kompetenzen, dass man sowas eben mit in solche Kompetenzerhebungen mit reinnimmt, um dann ein breiteres Bild zu sehen, dass man eben sieht, wo sind welche Sachen denn wirklich gegeben und nicht gegeben. Ich kann nur hoffen, dass es da was gibt, aber sozusagen, das wurde auch schon sehr, sehr generell im letzten Herbst sozusagen von sehr vielen gesagt, das ist eigentlich das Wichtigste, das jetzt zu machen, Lernstandserhebung, damit die Lehrer eigentlich überhaupt auch erstmal ein Feedback haben, wo stehen denn die Kinder und Jugendlichen. Und man hat das aber in der gesamten Breite in Deutschland eigentlich gesagt, nee, das wollen wir jetzt gerade nicht machen. Riecht da auch eine gewisse Angst? Das mag sein, ja. Frau Adel, gerne. Die Bildungstrends finden weiter statt, da wird man auch weiter dran festhalten. Also das Instrument der regelmäßigen Lernstandsüberprüfung am Ende von jeweiligen Bildungsetappen, 4. Klasse, 9. Klasse und so weiter. Auch da hält man dran fest. Auch wir, das ist aber sozusagen als Forschungsinstitut, können unsere NEPS-Ergebnisse vergleichen über die verschiedenen Kohorten und können die Zuwächse über die Zeit für die Betroffenen im Vergleich zu anderen Kohorten anschauen. Aber es ist komplett was anderes als ein System, Herr Wössmann, wie Sie es in den Niederlanden beschrieben haben, wo CITO regelmäßig die Tests durchführt und entsprechend auch zeitnäher an dem Ereignis etwas über die Effekte entsprechend sagen kann an den Stellen. Da teile ich nicht ganz den Pessimismus. Ich glaube, wir nähern uns dem. Wir werden schon etwas darüber rausbekommen, aber stichprobenbasiert, nicht als Vollerhebung in der Tat. Ja, und die Bildungstrends sind halt zum Beispiel, um das nochmal konkreter zu machen, das sind genau die Sachen, wo wir in Deutschland einfach weiterkommen müssen. Das müssen wir auch wirklich anders machen, sozusagen Corona hin oder her, auch ohne das. Die Bildungstrends zeigen uns alle 6 Jahre im gleichen Fach, wo die Neuntklässler stehen. Da können wir überhaupt nichts draus lernen, was es jetzt konkret ist. Und das ist halt was anderes, als wenn Sie die gesamte Schülerschaft einmal im Jahr Informationen über ihren Kompetenzstand erheben. Dann können Sie viel konkreter sagen, wo sind wir gerade und wie können wir jetzt auch reagieren. Und Sie können auch sagen, wenn, wie, wo was anders gemacht wurde, das näher damit zusammenbringen, hat das jetzt was gebracht oder war es vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn Sie nach 6 Jahren wieder testen. Da sind so viele Sachen geschehen, da wird sehr schwer sozusagen zuzuordnen, welche Maßnahmen
waren gut, welche waren schlecht? Was waren die Auswirkungen von Corona nach 6 Jahren? Ja, wäre eigentlich jetzt sehr wichtig, um nochmal zum Ende dieser Frage zu kommen. Und noch auf eine weitere einzugehen, hat es Ihrer Meinung nach nur durch Corona diesen Schub in der Digitalisierung der Schulen gegeben? Und ist es nicht schon zu spät dafür, besonders für die Abschlussjahrgänge? Herr Blume, vielleicht nochmal. Ach ja, also es ist nie zu spät. Und wir wissen ja mittlerweile auch, es gibt keine Digital Natives, sondern wir sind alle digitale Immigranten. Ja, das weiß jeder, der vielleicht seine Mama oder seiner Oma irgendwie mal Weihnachten was beigebracht hat. Und ein Jahr später wird WhatsApp schon benutzt, wie bei den Jungspunden. Aber Scherz beiseite, ich kann mir nicht vorstellen, dass das genau so vorwärts gegangen wäre. Auf keinen Fall. Also die Sache ist ja auch, der Punkt ist, weshalb wir jetzt gerade auch so eine Heterogenität bei den Schulen haben. Das ist ja der, dass die Schulen, die schon gestartet sind, diejenigen waren, die jetzt richtig aus dem Vollen schöpfen können. Die Schulen, die innerhalb von, ich sage jetzt mal, 3 Tagen ein Messenger-System für 1000 Schüler einführen mussten, dass die Probleme hatten, das ist doch ganz klar. Und wir müssen auch mal sehen, wir leben in Deutschland immer noch in einem Land, in dem beispielsweise der Glasfaserausbau bei 4,8%, glaube ich, ist, im Vergleich zu Korea oder Südkorea oder so bei über 90%. Also was meine ich damit? Naja, es nützt natürlich auch nichts, wenn man beispielsweise verkabelt ist, aber es ist nicht stark genug, dass dann sozusagen alle auch gleichzeitig digital arbeiten können. Also das sind massiv große Unterschiede. Und sozusagen die Lehrerinnen und Lehrer, die sich seit, ich sage jetzt mal 10, manchmal sogar 15 Jahren da auf Twitter austauschen, die haben, glaube ich, in gewisser Weise, jetzt sehen die auch eine Chance, weil sie gesehen haben, wie viel sich getan hat. Wäre das anders auch so gewesen? Nein. Ich glaube, diese Entwicklung jetzt gerade, das hat also zumindest dort, wo, wie ich gesagt habe, eine Grundlage war, hat Deutschland um 5 Jahre nach vorne katapultiert. Das Problem ist nur, diese 5 Jahre nach vorne hat Deutschland, wie gesagt, in manchen Bereichen jetzt so ins Jahr 2002 katapultiert. So, jetzt müssen wir halt noch 21 ankommen. Ja, irgendwie dieses Defizit ausgleichen. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, würde ich gerne mit einer letzten Frage noch schließen, die hier von einem Zuschauer, Zuschauerin gestellt wurde. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Schule als Institution eines Tages abgeschafft wird oder nur noch Homeschooling stattfindet? Vielleicht von jedem Einzelnen ein Statement dazu. Nein, nicht im geringsten. Herr Blume? Ich auch nicht. Oh. Wissen Sie, die Frage ist, die Frage, die sich Schulen in der Tat stellen müssen, ist, weshalb sind die noch da? Und wenn die einzige Antwort ist, um Zertifikate auszustellen, dann wird es eng. Denn es gibt einfach sehr viele andere Möglichkeiten, wie man mittlerweile lernen kann. Glaube ich, dass die dadurch abgeschafft werden? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, Schulen sollten die Frage beantworten, welche Daseinsberechtigung haben wir eigentlich noch fernab von Zertifizierung und Prüfung? Und das ist eine Frage, die auf längere Zeit beantwortet werden muss. Herr Blume, ich danke Ihnen für dieses wundervolle Schlusswort. Das möchte ich am Ende unseres Talks jetzt nochmal oder beziehungsweise der Fragerunde stehen lassen. Bedanke mich an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie so fleißig Fragen gestellt haben und mitgemacht haben und natürlich an meine wundervollen Gäste oder unseren wundervollen Gästen und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und danke, dass Sie heute dabei waren. Danke auch. Danke.